So, guten Morgen. Ich habe so das Gefühl, heute Morgen, egal wo ich mich hier hinstelle, immer kommt irgendwer an mir vorbei, quatscht mich an, wo geht's hier lang oder so. Sehe ich so wissend aus? Keine Ahnung. Hauptbahnhof. Also, was heißt wieder? Da haben wir letztes Mal aufgehört, also passt das schon. Es ist so, heute geht es mit Tag 2 weiter, nachdem ich da schon irgendwie 2 Tage später mit dran bin als geplant. Ich mache jetzt den Fahrplan eigentlich von Tag 3, aber irgendwie auch nicht, weil ich den nochmal abgeändert habe. Ich stehe hier gerade noch an der Kreuzung Ostring. In so 5 Minuten kommt die 88 Richtung Springorumallee von da vorne abzufahren. Aber die kommt sowieso von da, also ich sehe sie ankommen. Von daher ist das kein Problem. Es könnte noch ein Problem geben, der Boulevard ist gesperrt. Eventuell kann ich die Haltestelle Bongardstraße in diesem Projekt nicht mehr befahren, anfahren, wie auch immer. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, der ist so ganze Woche jetzt gesperrt wegen Bochum kulinarisch. Und darunter, die Ferdinandstraße ist auch gesperrt, das heißt, die Haltestelle Buddenbergplatz fällt auch erstmal weg. Ist aber kein Problem, das sind zwei prominente Haltestellen, wo sich nicht viel ändern wird. Also die wird es weiterhin geben. Ne? Ja, 388 ist dann auch die Linie mit den zwei Haltestellen, die es demnächst nicht mehr geben wird, nämlich Schmidtstraße in der Nähe vom Bochum Westbahnhof. Die wird einfach aufgehoben, da muss man halt zum Westbahnhof wieder rüberlaufen. Und Springorumallee, die Endhaltestelle, wo wir auch dann aussteigen werden, die wird es auch nicht mehr geben. Die war jetzt auch nur dann, während die 388 existierte hier in Bochum, die Endhaltestelle. Vorher gab es die nicht, da musste man am Springorum ein- und aussteigen und demnächst wird sie auch nicht mehr geben, da muss man auch wieder am Springorum ein- und aussteigen. Springorumallee ist halt nur die Endhaltestelle im Springorum-Park selbst. So, ich habe schon gesehen, da hinten kommt mein Bus. Also ganz da hinten. Oh, na, schon 2, 3 Minuten fast dran. Da ganz hinten sieht man ihn vielleicht. Wie gesagt, 388, ich fahre bis zur Endhaltestelle. Da geht es dann weiter. Dann kommt der Bus. Bis gleich. So, da sind wir schon an der Springorumallee. Hier ist die Ausstiegshaltestelle. Einstieg ist, ja, kann man da sehen, da vorne. Da ist einmal rum, irgendwo um die Ecke. Da gehen wir jetzt auch hin, also nicht zum Einstieg, weil ich will nicht wieder zurückfahren, aber wir müssen jetzt ein Stückchen laufen bis zu 353. Es geht hier einmal durch den Springorumpark. Hinten kommt man dann an der Zeche raus. Fast, also nicht ganz. Klappestraße, Zeche, also ich glaube Prinzregentstraße ist die Haltestelle, wo wir rauskommen. Da ich aber jetzt genug Zeit habe, weil wir haben jetzt 10:15 und um 10 nach 10 kommt erst die 353, die ich brauche, weil die um 10 vor, was erstens knapp werden würde und zweitens es nichts bringen würde, die fährt nämlich nur bis Blankensteiner Straße. Ich will aber bis Sundern, damit wir die Haltestellen da auch abdecken. Ne? Da rechts ist der Bus zu sehen, mit dem ich gerade angekommen bin.
da gehe ich auch gleich nochmal zu der Haltestelle und muss da noch ein Foto von der Haltestelle machen. Unterwegs, die Haltestelle Dusenbergstraße haben wir ausgelassen, denn die Haltestelle Dusenbergstraße kann im Moment nicht angefahren werden wegen der Baustelle. Die kriegen wir noch mit der 360. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, die Haltestelle Springorum wird im Moment von keiner Linie bedient. Deswegen brauchen wir die nicht, technisch gesehen. Ich habe ein Foto von gemacht, als wir da gerade vorbeigefahren sind. Die 88 kommt da vorbei. So, ich muss jetzt eben zur Haltestelle ein Foto machen, dann melde ich mich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe ein Stück rangezoomt. Hat auch geklappt. So, wir laufen jetzt hier noch weiter. Das sind jetzt bestimmt so 20 Minuten zu laufen. Aber wie gesagt, ich habe fast eine halbe Stunde Zeit dafür. Interessanterweise kam die 388 pünktlich am Hauptbahnhof an. Der Fahrer ist dann ausgestiegen, hat irgendwie noch kurz Pause gemacht, seinen Kaffee geholt oder wie auch immer. Wir sind 3-4 Minuten zu spät abgefahren und trotzdem, obwohl wir nicht wirklich arg gerast sind, pünktlich angekommen. Also ich denke mal, dass der Fahrplan einfach relativ locker ist auf der 88. Ja, hier geht es jetzt einfach so, die Straße ist erst seit kurzem vorhanden, also seit einem Jahr oder zwei oder so. Vorher kam man hier hinten aus dem Springorum-Park nicht raus. Inzwischen geht das, was ganz gut ist, weil jetzt kann ich dann hier lang zu 353 gehen. Was auch gegangen wäre. Ich hätte mit der 88 jetzt eine Haltestelle zurückfahren können zur Knappschaft und dort dann in die 353 einsteigen können. Aber da hier sowieso so viel Zeit ist, da hinten sieht man einen 53er sogar tatsächlich, da hier sowieso so viel Zeit ist, brauche ich das gar nicht. So langsam verstehe ich, glaube ich, wie die Umleitung der 353 funktioniert. Hatte ich ja schon gesagt, bei der 346, wir konnten die Haltestellen Karl-Friedrich-Straße und Sommerladstraße nicht anfahren. Auf 353 kommt noch, ich glaube, Kellermannsweg hinzu, die nicht angefahren werden können. Und ja, die Umleitung funktioniert tatsächlich so, sie dreht hier vorne an dem Kreisverkehr um. Also die fährt rein, dreht um, hält dann die Haltestellen einmal und fährt dann wieder zur Königsallee zurück. Die Königsallee hoch und dann die Markstraße runter. Also einen kleinen Umweg. Ich denke mal, früher war es halt immer so, da gab es ja hier diese Straße noch nicht und da fuhr der Nachtexpress, der zur Zeche fuhr, immer durch die Siedlung. Also das war eigentlich nie ein Problem. Ich denke mal, dass die Anwohner einfach nicht mit einem Busverkehr im 20-Minuten-Takt nerven wollen. Deswegen ja, wird das einfach ausgelassen und es wird zurückgefahren, umgedreht. Also hier vorne der Kreisverkehr, wo die 353 dann umdreht, um zurückzufahren, die Umleitung zu fahren. Gut, wir sehen uns an der Bernecker Straße wieder, bis gleich. So, ich bin an der Bernecker Straße angekommen. Es ist doch nicht so weit wie gedacht gewesen. Also ich habe jetzt hier noch so 8-9 Minuten. Hat aber auch den Vorteil, dass ich da den Berg nicht hochlaufen musste. Da oben ist dann die Königsallee, hinten wo die Tankstelle zu sehen ist. Den Berg musste ich nicht hochlaufen, die Haltestelle ist hier unten. Und wie gesagt, jetzt fahren wir hier drei Haltestellen. Bernecker Straße, Erstknabenstraße, tatsächlich Prinzregentstraße, dann dreht der Bus um, fährt hier wieder zurück, rechts und hinten an der Markstraße wieder rechts runter. Und gerade der Bus 20 Minuten früher, der wurde da schon einmal aufgehalten vom LKW, also der hat jetzt noch ein bisschen Verspätung nebenbei bekommen. Passiert, da kommt die 53 Richtung Castrop. Was immer eine Möglichkeit gewesen wäre, wäre die zu nehmen, weil die eben ein bisschen früher da ist. Aber der hält jetzt hier nicht an, der fährt durch. Aber ich will auch in die andere Richtung.
Ja, also wir fahren jetzt bis Sundern, von Sundern dann wieder zurück zur Blankensteiner Straße und dort mit der Straßenbahn weiter. Ich werde mich aber wahrscheinlich in Sundern kurz melden, da sind ein paar Minuten Pause und dann werde ich da aussteigen. Bis gleich! Geht's zurück und dort steige ich dann oben in die Straßenbahn Richtung Stadt Friederikestraße. Da hoffen wir dann mal, dass die 360 pünktlich ist um 10 nach 11, damit das mit den Umstiegen passt. So, da sind wir an der Blankensteiner Straße. Wird hier schon rausgelassen. Das ist ja auch okay. Ich muss nämlich da nicht mehr anhalten, weil da will keiner zusteigen.